Björn Stene Björnsson, Meisternovellen, Novelle 1, Synöve Solbakken. Wir sind im zweiten Kapitel. Ist er etwas älter geworden, dann muss er zu Berg und das Vieh hüten. Aber wenn er an einem schönen, taufrischen Sonntagmorgen auf einem Stein zwischen seiner Herde sitzt und die Kirchenglocken die Schellen der Tiere übertönen, dann wird er schwermütig, denn aus den Glockentönen klingt etwas Lustiges, Leichtes, Lockendes von dort unten herauf. Sie wecken die Erinnerung an Bekannte vor und in der Kirche an die Freude, dort zu sein, an die vielleicht noch größere dort gewesen zu sein. Zu Hause gutes Essen, die Eltern, die Geschwister zu finden, sie erzählen vom Spiel auf den Grasflecken am vergnüglichen Sonntagabend und dann gerät das kleine Herz des Jungen in Aufruhr. Aber schließlich, es sind doch die Kirchenglocken, die erklingen, und so sucht und findet er doch in seinem Kopf das Bruchstück eines Gesangbuchliedes, das er zur Not auswendig weiß, und er singt es mit gefalteten Händen und blickt weit dabei ins Tal hinunter, spricht ein kurzes Gebet, springt auf und stößt in sein Hirtenhorn, dass die Töne gegen die Bergwände schmettern. Hier in den stillen Felsentälern hat die Kirche noch für jedes Lebensalter ihre besondere Sprache, für jedes Auge ihr besonderes Aussehen. Erwachsen und fertig steht sie vor dem Konfirmanden, mit aufwärts gerecktem Finger halb drohend, halb winkend vor dem Jüngling, der seine Wahl getroffen hat, breitschultrig und stark vor dem sorgenden Mann, geräumig und mild vor dem müden Greise. Mitten im Gottesdienst werden die jüngst geborenen Kinder hereingetragen und getauft und, wie bekannt, ist während dieser Feier die Andacht am größten. Man kann deshalb nie ein richtiges Bild von den norwegischen Bauern, von Verderbten oder Unverdorbenen wiedergeben, ohne an irgendeiner Stelle die Kirche als Hintergrund heranzuziehen. Dadurch entsteht eine gewisse Einförmigkeit, aber das ist nicht das Schlimmste. Dies sei hier ein für alle Mal hervorgehoben und nicht nur mit Bezug auf den Kirchgang, von dem jetzt berichtet werden soll. Torbjörn war sehr vergnügt über den Gang und alles Neue. Merkwürdig viele Farben spielten in sein Auge draußen vor der Kirche. In ihrem Inneren fühlte er den Druck der Stille, der auf allen und allem schon vor Beginn des Gottesdienstes lag. Und obgleich er beim Vorlesen des Gebetes vergessen hatte, den Kopf zu senken, war es ihm doch als Beuge der Anblick von den mehreren hundert gesenkten Köpfen auch den seinen. Der Gesang setzte ein. Alle um ihn herum sangen mit einmal und ihm wurde fast ängstlich zumute. So versunken saß er da, dass er nie wieder aus einem Traum auffuhr, als die Tür sacht geöffnet wurde und ein Mann neben Vaters Sitz trat. Wie das Lied zu Ende war, gab Vater dem Hereingekommenen die Hand und fragte: »Wie geht's in Solbakken?« Torbjörn schlug die Augen auf. Aber so genau er hinsah und suchte eine Verbindung zwischen dem Mann und Trollen oder irgendwelcher Hexerei, konnte er nicht finden. Der Mann hatte ein sanftes Gesicht, blondes Haar, große blaue Augen unter einer hohen Stirn und eine stattliche Figur. Er lächelte, wenn jemand mit ihm sprach und sagte auf alle Worte Sämunds ja, sonst redete er wenig. »Jetzt will ich dir auch Synöve zeigen«, meinte der Vater und wies nach dem Frauenplatz gerade gegenüber. Dort kniete ein kleines Mädchen oben auf der Bank und sah über den Rand der Brüstung. Es war noch blonder als der Mann, so blond, wie er noch keins gesehen hatte. Rote Bänder flatterten von ihrem Hut über dem Flachshaar, und sie lachte ihm zu, so dass er eine ganze Weile auf nichts anderes blicken konnte als auf ihre weißen Zähne. In der einen Hand hielt sie ein blinkendes Gesangbuch, in der anderen ein zusammengefaltetes rot-gelbes seidenes Taschentuch, und sie machte sich den Spaß, mit dem Taschentuch auf das Gesangbuch zu schlagen. Je mehr er sie anstachte, desto mehr lachte sie, und nun wollte er auch auf die Bank hinauf, ebenso hoch wie sie. Da nickte sie ihm zu. Er sah sie ein paar Minuten ernst an, dann nickte er, sie lachte und nickte wieder, und noch einmal und noch einmal. Dann lachte sie, nickte aber nicht mehr. Nach kurzer Zeit, als er nicht mehr daran dachte, nickte sie. »Ich will auch sehen«, hörte er seine Stimme hinter sich, und im selben Augenblick wurde er am Bein gepackt und heruntergezerrt.
sodass er beinahe hingefallen wäre. Das hatte ein kleiner Bengel zu Wege gebracht, der sich jetzt tapfer auf Torbjörns Platz hinaufarbeitete. Aslak hatte Torbjörn gründlich belehrt, wie er mit bösen Buben in der Schule oder Kirche verfahren sollte. Deshalb kniff er dem Jungen in sein Hinterteil, sodass der fast geschrien hätte. Aber er nahm sich zusammen, krabbelte schnell herunter und fasste Torbjörn bei beiden Ohren. Torbjörn packte ihn beim Schopf und warf ihn hin. Noch schrie der kleine Kerl nicht, aber er biss seinen Gegner ins Bein. Torbjörn zog es zurück und drückte das Gesicht des anderen fest auf den Boden. Da wurde er selbst beim Kragen genommen und wie ein Strohsack hochgehoben von seinem Vater, der ihn vor sich auf das Knie setzte. »Wenn wir jetzt nicht in der Kirche wären, dann kriegtest du gleich deine Prügel«, flüsterte er ihm ins Ohr und packte ihn so fest bei der Hand, dass es Torbjörn bis zu den Sohlen prickelte und stach. Dann erinnerte Torbjörn sich wieder an Synöve und er sah zu ihr hinüber. Sie war noch auf ihrem früheren Platz, aber starrte ganz betroffen und ängstlich vor sich hin. Da fing es in ihm an zu dämmern an. Was er getan hatte, musste wohl ganz toll schlimm gewesen sein. So wie sie merkte, dass er sie ansah, kroch sie von der Bank herunter und ließ sich nicht wieder blicken. Der Küster, der Pastor traten vor. Wohl hörte er und sah er hin auf beide, und wieder kam der Küster und wieder der Pastor. Aber er saß immer noch auf dem Knie seines Vaters und hatte eigentlich nur den einen Gedanken. Wird sie bald wieder hersehen? Der Bengel, der ihn von der Bank heruntergezogen hatte, hockte weiter hinten auf einem Scheimel und bekam jedes Mal, wenn er aufstehen wollte, einen Puff in den Rücken von der Hand eines Alten, der auf seinem Stuhl im Halbschlaf nickte, aber regelmäßig aufwachte, wenn der Junge Miene machte, hochzukommen. »Hier wird sie nicht bald wieder hersehen«, dachte Torbjörn, und jedes rote Band, das sich in seiner Umgebung bewegte, erinnerte ihn an Synöves, und jedes alte Bild an der Kirchenwand war ebenso groß oder kleiner als sie. Ja, jetzt streckte sie den Kopf hoch, aber sobald sie Torbjörn sah, duckte sie sich wieder. Der Küster trat noch einmal vor und auch der Pastor. Dann läutete es und die Gemeinde stand auf. Der Vater sprach wieder mit dem blonden Mann, sie gingen zusammen zu den Frauenplätzen hinüber, wo auch schon alles aufgestanden war. Die erste, die herauskam, war eine blonde Frau. Sie lächelte aber nicht so ausgesprochen wie der Mann, war sehr klein und blass und hielt Synöve an der Hand. Torbjörn ging gleich auf das Kind zu, aber es lief weg und versteckte sich hinter seiner Mutter. »Ich will nicht«, rief es. »Er ist wohl noch nie in der Kirche gewesen«, sagte die Frau und legte die Hand auf des Knaben Schulter. »Nein«, antwortete Sämund, »sonst hätte er sich heute nicht geprügelt.« Torbjörn sah sie ganz beschämt an. Und dann Synöve, die ihm noch viel ernster erschien. Sie gingen alle aus der Kirche, die Älteren im Gespräch, Torbjörn hinter Synöve, die drängte sich immer dicht an ihre Mutter, sobald er ihr näher kam. Den anderen Jungen sah er nicht mehr. Draußen blieb die ganze Gesellschaft stehen und fing eine längere Unterhaltung an. Torbjörn hörte mehrmals den Namen Aslak heraus, und da er bange war, dass sie auch über ihn selbst reden könnten, blieb er einige Schritte zurück. »Du brauchst das nicht mit anzuhören«, sagte die Mutter zu Synöve. »Geh ein bisschen weiter, mein liebes Kind.« »Geh«, sage ich. Synöve trat widerwillig zurück. Torbjörn ging auf sie zu und sah sie an, und sie sah ihn an. Und so standen sie ein Weilchen und sahen sich an. Endlich sagte sie, »Pfui!« »Warum sagst du Pfui?« fragte er. »Pfui«, sagte sie noch einmal. »Pfui, du solltest dich lieber was schämen«, setzte sie hinzu. »Was habe ich denn getan?« »Geprügelt hast du dich, während der Pastor dastand und Gottesdienst hielt. Pfui!« »Ja, das ist doch aber schon so lange her. Das leuchtet dir ein.« Und sie fragt kurz darauf, »Bist du Torbjörn Granlinden?« »Ja.« »Und bist du Synöve Solbakken?« »Ja, ich habe immer gehört, dass du so ein artiger Junge bist.« »Nein, das ist nicht wahr. Ich bin zu Hause der Allerschlimmste«, sagte Torbjörn. »Hör mal einer an«, sagte Synöve und schlug ihre beiden kleinen Hände zusammen. »Mutter, Mutter, er sagt, sei still und geh fort«, rief die Mutter. Und die Kleine machte Halt, ging wieder langsam und rückwärts schreitend nach hinten, heftete dabei die großen blauen Augen stetig auf ihre Mutter. »Ich habe immer gedacht, du bist so artig. Ja, manchmal, wenn ich die in der Bibel gelesen habe«, antwortete sie, »sag mal, ist es wahr, dass da drüben bei euch alles dick voll von Kobolden und Trollen und anderem Hexenkram steckt?
fragt er und stemmte die Hand in die Seite, setzte den reinen Fuß vor und stützte sich auf den anderen, genau wie Aslak. Mutter, Mutter, weißt du, was er gesagt hat?